Und damit herzlich willkommen zurück hier zu The Last of Us Remastered. Hier sind wir ja letztes Mal stehen geblieben. Wir müssen da durch die Tür. Der hat ein bisschen weiter hinten gespeichert tatsächlich. Ich musste jetzt einfach nochmal oben in dem Hoch in den Raum gehen und das war's dann. 13 Kugeln, nice. Laden wir mal nach. Das Ding gibt es hier draußen noch was. Wenn es euch gefällt, lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Warum gab es jetzt so lange kein Video? Lag einfach daran. Entschuldigung, ich hatte privat ein paar Probleme. Dann war meine Grafikkarte kaputt. Ich habe irgendwie einen DirectX-Error. Wahrscheinlich meine Grafikkarte die ganze Zeit überhitzt oder so ein Scheiß. Ich habe es einfach nicht gefixt bekommen. Habe mir dann eine neue gekauft. Viel mit dem Server zu tun. Mit meinem RP-Server. So, genug gequatscht. Gehen wir durch die Tür. Dammit. Ich hab dich. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das war natürlich laut, ne? Oh. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Na komm. Schneid das Seil durch. So komm ich runter. Bin dabei. Der macht mal schneller. Wenn's Blut in den Kopf steigt, ist nicht gut, ne? Ja, super. Na, super. Digga, wenn das Ganze auch noch über Kopf. Dann mach schneller, Ellie. Scheiße, über Kopf zu schießen ist echt anstrengend. Na, ja, auf die Fresse! Das ist über ein Klicker. Boah, Alter. Über Kopf zu treffen, Alter, ist echt schwer. So, noch jemand? Warte mal nach. Digga, ist ihr Messer stumpf oder was? Ja, super. Das hat die Lage gerade auch nicht besser gemacht. Merci. Aber ich muss hier runter. Boah, das war direkt ein Headshot. Lass ihn in Ruhe, Junge. Ja. Ja. Damn, Alter, ich treffe nichts über Kopf. Oh nein. Digga, ich treffe halt einfach nichts über Kopf, ne? Ich tue mein Bestes, aber... Ich treffe halt nichts. Scheiße, komm schon. Halt durch, Ellie. Ey, über Kopf schießen ist halt echt anstrengend, Alter. Na, endlich hat es geschafft. Komm schon. Verpiss dich, Junge. Drecksvieh. Oh Scheiße, sind das viele. Ich glaube hier lang, oder? Übers Dach, wenn man hinter übers Dach wäre. Lass mich rein! Ah! Scheiße. Ich habe total daneben. Ich hasse diesen Bogen. Ja.
So, was habe ich denn eigentlich an? Okay, die Pump habe ich noch, ne? So, ich bin echt froh, wenn ich die Pumpgun hab, ne? Dem haben wir den Kopf weggesäbelt. Auf die Kauler ist der Junge! Oh shit, mein Ding ist auch fast kaputt. Mein Rohr. Als das Rohr im Spiel natürlich, ne? Was da man. Was ihr wieder denkt, ne? Rein da. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, mach es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema. Nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf! Du hast mir Handschellen! Du jetzt mal den Mund! Ellie ist einfach nur cool. Ich mag Ellie. Ich dir angeblich schulde. So viel kann's nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Es ist ein gutes Angebot. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar. Klebeband, Schere, Zäune Notiz. Ich muss die Infizierten an den Zäunen wegschaffen. Diesen Monat haben sie schon dreimal zu viele am Zaun angestürmt. Und das Ding umgeworfen, Zäune freiräumen. Bisschen Muni, perfekt. Kommt mal hier drüben in eine der Türen rein. Weil hier sind wir ja. Nö. In der Tür sind wir nämlich reingekommen. Was ist das? Können wir das modifizieren? Nö. Eine Karte. Bildskarte. Eine Karte von Bildstadt. Okay. Karte ist nicht schlecht, kann man immer wieder brauchen. So, noch eine Schere. Alkohol, Klebeband. Können wir jetzt? Wir könnten noch einen Molly herstellen, den wir mal später brauchen. Oh, Jagdgewehrmuni. Messer verbessert. Messer hält. Ein Treffer länger, nice. So. Ellie, bitte aus dem Weg. Alter, das Mädel, Alter, ne? Meine Fresse, ständig steht sie im Weg.
Weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister, lass ja die Finger von dem Brett. Groß was? Vergiss es einfach. Ein Bildschirm da wahrscheinlich gegen sich selbst. Greifen. Hast du jetzt alles fertig? Jo. Ich bräuchte mal so langsam Pistolenholz, da ganz ehrlich. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Okay, geht da lang. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Dann gucken wir uns hier natürlich noch um. Hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nicht. Hunter-Nostiz. Eine Gruppe Hunter ist in der Stadt, ist der Stadt gefährlich nahe gekommen. Zum Glück hat ein Rudel Infizierter das sie davon gejagt. Erinnerung, mehr Warnschilder auch schon. Sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Ja gut, aber gerade das, denke ich mal, lockt die an, weil die wollen den Leuten ja die Sachen abziehen, die sie besitzen, ne? Wenn sie denken, die Stadt ist leer, kommen sie vielleicht nicht hin. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweck versteckt. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht, da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Baseballschläger? Naja. Gut. Oh, warte mal, da ist es zum Heilen. Wir haben einen abbekommen. Nice. Können wir eigentlich skillen? Komm, wir modifizieren das Ding mal. Wir haben 20. Na gut, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Den guten alten Pillen. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch alles. Sag mal, du hast doch nicht erzählt, was mit Tessel. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Es gibt Ärger im Paradies. Ja. Naja, Tess ist tot. Was soll ich dir sagen, Billy Boy? Okay, dann mal los. Schere, Bandage. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Mist! Macht euch bereit! Hä? What the fuck? Ich hab die einfach wegge. Eigentlich woanders dahin gelockt, aber die rennen direkt auf mich zu. Muss man manchmal nicht verstehen, aber naja. Die drüben, Hilfe! Shit, man. Boah, man merkt echt, dass ich lange nicht mal mit der Playstation geaimt habe, weil mein komplettes Aim ist irgendwie weg. Fuck. Jetzt geht's auf die Fresse! War's das? Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten. Er führt Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man. Bill! Joel! Hier lang. Und weiter geht's. Naja, ich weiß nicht, wie lange er schon alleine ist, ne? Er hat doch schon nicht niemanden zum Reden, deswegen redet er halt mit sich selbst.
Verständlich irgendwo. Ah ja. So. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Da rein. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Mich würde aber interessieren, woher sich die zwei, woher sich Bill und Joel kennen. Na dann mal los. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Ich habe mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an habe ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genauso. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich Ich gesagt? räume hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Ehrlich. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill, brechen. können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Oh, Wir endlich eine ziehen das Pumpgun. durch. Wir ziehen das durch, Bill. Endlich eine Pumpgun, Alter. Nice. Perfekt. Boah, ich liebe das Ding, ne? So, Bill. Und zwar mein allerneuestes Spielzeug. Ich will nicht wissen, was das für ein Spielzeug ist. Wir gehen uns erstmal hier noch ein bisschen umgucken, ob es hier noch was gibt. Ja, guck mal, Komponenten. Werkzeugstufe 1, Pfeile, perfekt. So, da hinten haben wir auch eine Werkbank. Was gibt es denn hier? Das, Alkohol. Oh ja. Kann man jetzt noch ein Messer herstellen? Nahkampfwaffe. Die ist aber eh fast kaputt, ne? So, können wir hier ein Holster herstellen, Was theoretisch? haben wir denn? Langwaffe. 75. Machen wir erstmal das. Magazinkapazität machen wir auch mal. So, perfekt. Na, das hält. In Teil 2 musst du ja Holster finden. Gut, wir müssten mal für das Jagdgewehr vielleicht Magazinkapazität machen. Boah, ich bin immer noch ein bisschen krank, ne? So, dann zeig mal, was du da hast, Bill. Sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Nagelbombe. Diese starke Bombe explodiert, wenn dein Gegner in der Nähe in ihrer Nähe kommt. Ja, kann offensiv und So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, Sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was Sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto.
Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee, die Trucks sind die Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Ja, das könnte klappen. Ich gucke mich natürlich hier noch ein bisschen um. Essen hat er da. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich werde nichts anfassen, aber... Alkoholpillen. Bombennotiz. Eine Gruppe Runner hat die meisten Bomben im Süden der Stadt ausgelöst. Zeit, neue zu platzieren. Nicht vergessen, alle Bomben auf der Karte markieren. Wir klauen ihm einfach die Erinnerung, wo er die Bomben erneuern muss und so ein Scheiß. Einfach alles abgezogen. So, aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit Ö.